Willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. Es geht weiter, werte Freunde. Wir sind hier im Gedankenschinder Palace. Haben aber das Ältestengehirn schon getötet. Ich glaube, es sind noch ein paar übrig. Gruppe ist halbwegs fit. Wir gucken jetzt einfach mal rein, was wir da noch offen haben. Ich hoffe, das bringt was. Und yo, dürfte ja jetzt nicht mehr so viel kommen, nicht wahr? Nachdem wir quasi das Kollektiv im Grunde schon vernichtet haben. Ah ja, gut, das waren 3 Stück. Das ist natürlich ein bisschen too much. Wobei es nur 2 Schilder sind. Schauen wir mal. Okay, das war Rekordzeit. Wow. Meinen Freunden werdet ihr nichts tun. Hier leider nicht. Ja, heilt sich. Aber sehr schön. Die Gruppe lebt noch und den Kolos kriegen wir auch hin. Ja, Mensch! Steht das heute unter einem guten Stern, was wir hier machen? Es wird ja langsam auch mal Zeit, ich meine. Ich trage jetzt schon viel zu viel mit mir herum. Der Gegenstand liegt auf dem Boden. Ja, Mods nicht. Hast zwar nicht so viel Platz, aber noch kann ich ein bisschen aufräumen. Mann. Diese komischen Dinger, gleich so viel davon. Shantons. Den reichen anderen Namen Natolith aus den schlanken, farblosen Kristallen werden Edelsteine mit kleinen Facetten geschliffen, die oft für Schleier und Roben verwendet werden, um dort glitzernde Wasserperlen an. Okay, gleich so viel. Passen auf jeden Fall hier rein, okay. So, Mensch, wir haben noch so viele Questgegenstände. Ich warte. Aber sind hier ja jetzt eigentlich fertig, ne? Erfreulicherweise. Oder kommt da hinten noch was? Das könnte natürlich sein. Die Elitid haben diesen Felsblock durch die Kraft ihrer Gedanken zu einem perfekten Nährtank geformt, den sie ein Ältestenhirn heranzüchten. Ja, das haben sie toll gemacht. Hat ihnen aber auch nichts gebracht letztendlich. Ja. Okay. Haben wir alle? Sagt mir, was zu tun ist. So, eins bleibt noch übrig. Nee, da unten waren wir auch schon. Ich glaube, wir waren überall, Leute. Oh mein Gott, heißt das, wir können ist endlich schon gehen? Geschehen. Also ganz hat sich das jetzt aber auch nicht gelohnt, ne? Irgendwie. So die Riesenüberbelohnung hat man jetzt so nicht bekommen von... diesem doch sehr anstrengenden Gebiet. I sense great evil. Ja, da waren Fabled wir. Treasure, terrible danger. Probably some da spiders. Unten waren wir. Ja, wir waren überall, Leute. Ich versuche jetzt einfach mal zu gehen, beziehungsweise... Noch ein letztes Mal versuche ich den Sklaven zu sagen, dass sie gehen können. Das hätte ich schon das letzte Mal machen können, wahrscheinlich. Vielleicht reagieren sie ja drauf. Wenn nicht, dann ist mir auch egal. Dann können sie auch gerne hier versauern oder sich was Neues aufbauen. Ich hoffe, ich bin hier richtig in dem, aber ich glaube schon. Ist ja eh auf halbem Wege. Da bin ich ja mal gespannt. Wird es noch härter? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich glaube, wir haben jetzt die 2 schlimmsten Gegner hinter uns gebracht. Mir fällt jetzt echt keine Gegnerart mehr, die ich noch mehr verabscheue. Außer vielleicht jetzt, keine Ahnung, hochrangige Dämonen oder so. Okay. Ne, hier ist irgendwie gar keiner. Anscheinend sind die schon gegangen. Weil ich meine, hier war doch früher dieser Anführer der Typen. Hier rennen die auch nicht mehr rum. Anscheinend sind die jetzt wirklich weg. Vielleicht... werden die sich später noch erkenntlich zeigen? Keine Ahnung. Ja, da hinten ist es nicht. Da kommt immer dieser eine Typ. Ja gut, dann gehe ich mal davon aus, dass sie jetzt... ja, sie sind wahrscheinlich weg. Wie gesagt, die tümpeln hier auch nicht mehr rum. Das haben sie vorher noch die ganze Zeit gemacht. Wahrscheinlich haben sie es endlich geschafft. Sehr schön. Ah, da stehen sie doch alle. Am Ausgang. Ich bin so müde. Dank sei euch. Ich glaube, ich finde nun unseren Weg hinaus an die Oberfläche. Wenn wir uns je dort begegnet sollten, schulde ich euch mehr, als ich je zurückgeben könnte. Ich komme drauf zurück. Viel Glück im Unterreich, falls ihr hier bleiben wollt. Ich werde für euren Erfolg und für eure Sicherheit beten. Kommt, Freunde.
Lasst uns diesen höllischen Ort ein für alle Mal verlassen. Bye. I'm so proud of you. Danke. Schon wieder der Ruf besser geworden. Wir sind so eine verdammt gute Gruppe. Oh mein Gott. So, raus mit uns. So, ihr Lieben. Damit wäre die Karte nun auch gecleant. Wir gehen jetzt zum Drache. Ich hoffe, das war seine Höhle. Ich bin dabei. Und da soll es angeblich ein weiterer Weg zu den Draw geben. Alles, was wir in den letzten gefühlten 10 Parts gemacht haben, war im Grunde optional. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Ja, weil wir einen Ruf gestiegen sind, ne? Unser Ruf eilt uns voraus. Eigentlich, ich glaube, ursprünglich war das gar nicht so krass geplant, so eine nette Gruppe zu sein, aber ist okay. Hab mich dann doch immer zum Guten verleiten lassen. Hier und da mal ein bisschen diebisch gewesen, man kennt's, ne? Bei Baldur's Gate 3 bin ich schon ein bisschen fieser, muss ich sagen. Also, da kann's auch mal passieren, dass nette Leute, die mir aber auf den Keks gehen, auf die Schnauze bekommen. Aber, wobei nur selten. Eigentlich, also zu 99% will ich probieren, es auf diplomatische Wege meine Ziele zu erhalten. Und das klappt ja auch meistens. Aber manchmal, Beispiel, gut, ich will jetzt kein Beispiel nennen, Nackt 3. Das ist vielleicht ein Spoiler. Jetzt vielleicht. So. Ich bin mal gespannt, weil von hier aus sehe ich nichts, was, wenn es denn sein muss, hier weiterführt. Aber wurde mir in den Kommentaren geschrieben. Schauen wir mal. Ist da eine Tür? Nee, da ist gar nichts, Leute. Beim Drache vor. Oder nicht in der Höhle direkt, sondern in der Nähe der Höhle vielleicht. Weil hier ist nichts. Würde man ja garantiert auf der Karte sehen, wenn da ein Ausgang wäre. Beziehungsweise spätestens, wenn ich mit der Maus drüber gehe. Aber hier ist nichts. Okay, vielleicht war es in der Nähe der Höhle und nicht drin. Schauen wir nochmal. Wir werden noch diese Draw finden. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Also, in der Nähe. Das hat schon immer sass ausgesehen, als würde es hier weitergehen, aber da ist nichts. Und sonst? Gute Idee, das mir zu übertragen. Das sieht seltsam aus. Dann fahren wir da hin. Ah. Da ist auf jeden Fall noch was zum Aufdecken. Aha. Ey, ist aber, das ist wieder so typisch ich, ne? Wie ich alles aufdecke, außer den Weg, wo es weitergeht. Als wäre es Absicht. In dem Fall natürlich eine gute Absicht. Und die Draw greifen mich an. Was ist denn mit dem angeblichen Draw-Zauber, der mich schützt? Wobei, die rennt weg. Ja, mal abwarten. So, und tatsächlich, da ist es. Die Tore öffnen sich. Wagt es nicht, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. Gott sei Dank, es funktioniert. Wer da? Ihr seid Draw? Doch für heute sind keine Patrouillen geplant. Weist euch aus. Eindringlinge, die keinen Grund nennen, werden an Ort und Stelle getötet. Nennt den Grund eures Hierseins. Boah, ist das eine gute Lüge? Also den richtigen Namen zu nennen, ist glaube ich schon mal dumm, oder? Die haben den vielleicht schon mal gehört. Reinzukommen, ich bin Welt. Shit, hat uns. Oh nein. Ich bin Welt drin aus der Chatnesse. Oh nein, das wurde uns vor 10.000 Parts mal gesagt, wie ich mich vorstellen soll, oder? Was ich jetzt natürlich nicht mehr weiß. Okay, es wird aber auf jeden Fall Welt drin sein. Die Frage ist nur, woher? Aus Chatnasat? Oder, warte mal, das ist ja das Gleiche. Ich bin Welt drin aus Chatnasat. Ich bin Welt drin aus der Stadt Chatnasat.
Ist es wirklich eine Stadt? Sind wir hier nicht safer? Ich werde das zweite nehmen. Bitte erlaubt mir hereinzukommen. Ich bin Veldrin aus Chetnazad. Du ein ekelerregender Anblick. Im Herzen gehört ihr nicht zu den Tror. Ihr kauert wie ein Kobold. Solch ein Schwächling ist bestimmt aus Chetnazad ausgestoßen worden. Die Stadt Ustnata weist euch ab. Nichts als der Schlaf des Todes erwartet euch hier. Ja, das hat ja schon mal gut geklappt. Ich will das aber jetzt noch nicht aufgeben, meine Charade hier. Na los. Wir probieren das einfach noch einmal. Make my day. Aber ich kann mich doch nicht als John vorstellen. Und wenn ich das vierte nehme, das kommt doch aufs Gleiche hinaus. Denke ich mal. Was soll ich denn da machen? Wagt es nicht, Anweisungen der Mutteroberin in Frage zu stellen. Ich probiere es. Ich bin Veldrin aus der Stadt Chetnazad. Hä, was ist denn da jetzt der große Unterschied? Das macht ja jetzt gar keinen Sinn. Verzeihung, ich tue nur meine Pflicht mit eurer Befragung, bitte. Kommt herein, Veldrin von Chetnazad. Normalerweise würde man euch eingehend befragen, aber wir erwarten eine längst überfällige Gruppe aus Chetnazad. Eure späte Ankunft hat die Pläne von Solaufein verzögert. Kommt schnell herein und holt euch umgehend Solaufeins Rat ein. Er ist von der Gesellschaft männlicher Kämpfer und wird euch erklären, wie ihr euch in Ustnata zu verhalten habt. Seid gewahr, dass ihr unter den Vorbehalt aufgenommen seid und wenn ihr ihn nicht trefft oder irgendwas anderes mit ihm dazwischen kommt, werdet ihr von allem, die dazu Lust haben, nur zum Vergnügen gejagt werden. Die Gesellschaft männlicher Kämpfer befindet sich im nördlichsten Ende der Stadt, hinter der Gesellschaft weiblicher Kämpfer und gleich vor der Spinnengrube. Okay, das klingt nach Arbeit. Let's go. Ach du Kacke. Gut, gehen wir mal davon aus, dass wir uns jetzt trotz der Einschränkungen frei bewegen können. Da haben wir hier jetzt einiges zu erkunden, ihr Lieben. Let's go. Ich kümmere mich drum. Die Fianchis sind auch hier. Bleibt zurück, Trolling. Schiff ist fast fertig. Werde nicht zulassen, dass eure dunklen Hände es beflecken, werde ich. Okay. Aber vielleicht sollte ich aufpassen, was ich sage, ne? Nicht, dass ich mich sass verhalte. Naja gut, aber eigentlich, ich bin ja neu hier. Ich kann ja ruhig Fragen stellen, denke ich. Was für ein Schiff ist das hier? Sprecht, wenn zu mir höflich, aber Draw. Ich brauche nicht eure üble Sorte hier. Darf ich dann wohl fragen, was für ein Schiff das hier ist? Ach, dieses Schiff auf den Astralmeeren fährt zwischen Gedanken der Götter und selten auf der materiellen Ebene. Aber genug, geht. Geh weg, Trolling. Okay, ich werde es nicht provozieren. Wir werden dann auch gehen. Ich weiß nicht, ob die pissy sind, wenn ich mir hier was nehme. Werde ich gleich mal rausfinden. Okay, das ist wohl normal hier. Trennt sich der eigene Weg vom Pfad der Königin und des Hauses, führt er direkt ins Grab. Wollt ihr die Magie sehen, die ich mir angeeignet habe? Ich habe viele magische Gegenstände, die aus Strawhand stammen, aber auch einige der niederen Rassen genommen wurden, die sie nicht verdienten. Ja, ich werde mir ansehen, was ihr habt. Okay, verkaufen ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, ne? Fangen wir mal an, da hat sich bestimmt schon wieder einiges angesammelt, wie ihr seht. Die Shantons. Oh, das gibt gut Geld letztendlich, ne? Wenn man das hochrechnet. Obwohl, ja, geht eigentlich. Hätte ich mir besser vorgestellt. So, aber mit euch macht man gut Geld. Und du nochmal weg. Das Medaillon kann ich nicht verkaufen. So, das, die Questgegenstände können auch nicht weg, aber hier muss einiges verkauft werden. Augen des Betrachters? Nee, das muss, glaube ich... Vorsicht, da muss ich mal gucken, was Minz noch anziehen will. Die Harfe kann aber auf jeden Fall weg.
Der Seelenschnitter, den werde ich mir mal... Obwohl, nee, ich werde eh nicht mehr so einen Charakter bekommen. Kann ich auch verkaufen. Pfeile bleiben hier. Speer, Zweihänder. So, dann schauen wir in den Beutel rein. Der ist leer. Okay, gut. Da muss ich dann nochmal drüber schauen. Stäbe bleiben hier. Der Ring, die das, ja. Ich glaube, wir hatten es gar nicht so lange her, als wir das letzte Mal verkauft haben, ne? Ring der Feuerbeherrschung. Kampfstab. Können wir mal kurz mal hier checken. Verstecken ermöglichen Trägerkontrolle über den Geist anderer Wesen. Was? Hat er auch einen Namen? Achso, Beherrschung. Ah, okay. Oh, das könnte ich vielleicht mal versuchen. So. Wollen wir wegen Minsk schauen? Er hat an das Strawkettenhemd. Nee, das soll er nicht mehr anhaben. Das geht ja irgendwann kaputt. Du sollst dich anziehen, während du keine Zauber benutzt. So. Habe ich immer noch dieses... Oh, ich habe ja von dem Ältesten hier auch Blut. Was mache ich denn mit dem ganzen Blut und der abgetrennten Hand und alles? Ich hoffe, ich werde dafür noch irgendwas machen können. Mal schauen. Hallo, Bo. Okay, let's go. Ja? Warte mal, hier haben wir noch eine Tour. Beim Zirkus habe ich nie viel von den Städten gesehen. Sind sie alle so voller Leute wie diese hier? Ja, redest du nicht mit mir? Was war das jetzt? Idiot, soll ich auf. Okay. Achso, das war noch deren Kampfgemängel. Deswegen sie beschäftigt waren. So, okay, mit dir habe ich gesprochen. Die anderen sind weggegangen. Dann rede ich mal mit euch. Ich bin dabei. Trennt sich der eigene Weg vom Vater Königin und des Hauses, führt er direkt ins Grab. Willkommen in meinem Laden, mein Bruder. Ihr werdet feststellen, dass meine Klingen echt scharf und scharf sind. Es gibt keine besseren. Doch denkt daran, dass ich nicht ersetzen werde, was das in der Oberwelt gewesen ist. Waffen und Rüstungen aus Adamantit zerfallen außerhalb der dunklen Umarmung LOLs. Ah Gott, ein Scheiß will ich dann auf keinen Fall. Gibt es nichts, was diesen Zerfall aufhalten würde? Nein. Und natürlich wollen wir es auch nicht anders. Es wäre eine große Beleidigung, wenn andere Rassen von den Draw gefertigte Waffen tragen würden. Schade. Macht das nicht ausgedehnte Raubzüge in der Oberwelt schwierig? Die Draw machen keine ausgedehnten Raubzüge in der Oberwelt. Dort oben gibt es nichts, was wir brauchen. Nur gelegentlich führen wir Raubüberfälle aus bestimmten Gründen durch. Ihr solltet das wissen. Okay, ich muss vorsichtig sein. Natürlich, lasst mich erzählen, was ihr auf Lager habt. Ich sollte mit meinen Fragen vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber der hat doch ganz normale Dinge hier. Der hat gar nichts Trauriges. Feuerzahn plus 3. Wurfdolch, nee. Ich habe bei dem anderen Typ gar nicht geguckt, was er für Zauber hat, ne? Aber egal. Ich hätte wahrscheinlich eh nichts kaufen wollen. Okay, Minz, wir können jetzt das hier noch loswerden. Ja, den Rest behalten wir. Und hier nochmal kurz gucken. Streitkolben der Zerschlagung. Ah, Drecksbolze schon wieder hier am Start. So. Na ja, gut, verkaufe ich das nächste Mal. Ich bin jetzt da. Wagt es nicht, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. Herein und willkommen in meinem Laden. Ich habe sowohl von Draw hergestellte Zaubertränke als auch die Arbeit der besten versklavten Alchemisten. Was braucht ihr, mein Bruder? Ich werde das jetzt mal nicht... Ich will nicht zu viel Aufmerksamkeit auf mich erregen. Lasst mich sehen, was ihr auf Lager habt. Ich will wahrscheinlich hier eh nix. Nee. Okay, sie haben Heiltränke, 10 Stück. Das ist ja so das, was ich eigentlich immer benutze, ne? In letzter Zeit habe ich damit gut gehaushaltet. Aber ich denke, ich kann mir die einfach mal gönnen. Moment, ich habe so viel Kohle. Ich werde dies eh nie wieder los, das Geld. Im Leben nicht. Was haben wir denn hier noch?
gegen Golems sehr stark. Okay, wow, das ist schon geil gegen Golems. Plus 10. Wird ein Golem getroffen, wird dieser sofort zerstört. Hey, das ist schon geil. Das muss ich mir eigentlich mal gönnen. Sonst sind Golems immer so nervig. Komm, ich kauf mir das. So, was haben wir hier? Das will ich mir angucken. Magiewiderstand plus 10%. Ist nicht schlecht, aber würde ich mir jetzt nicht kaufen wollen. So, muss ich nur gucken. Da für dich. Okay. Da wird ordentlich drauf gekloppt, wenn das nächste Mal ein Golem kommt. Das wird doch lustig. So, ich muss mal gucken. Jetzt habe ich ja schon einiges. Also Abanes Schwert plus 2. Was ist das hier nochmal? Ah ja, genau. Da müssen wir, das müssen wir schmieden. Das bleibt auch bei dir. Genau. Das Schmiedzeug und die Stäbe bleiben mal bei dir. Stab der Überraschungen meinetwegen. Minsk. Das hier. Ach so, das war deine Kopfbedeckung. Alles klar. Hab mich schon gewundert. So. Das nächste Mal dann... Dass da wirklich alles. So. Dann ist hier der Ring der Regeneration drin. Den geben wir mal ihr. Dann kommt das hier rein. Deine Stäbe. Aktuell den Beißer plus 2. Und bei Untoten machen wir den rein. Das ist ein bisschen, dass wir jetzt mit den Waffen variieren. Ich weiß, das machen manche vielleicht schon von Anfang an und ich fange erst jetzt damit an. Lölölöl. Aber besser jetzt wie nie, ne? So, warum hast du denn... Warst du tot oder was? Hä, warum hast du keine Ringe? Was ist denn hier passiert? Stecken der Beherrschung? Duftstecken. Okay. Warte mal. Ach so, das ist eine Waffe. Ich dachte, das ist wieder so ein Stab für den Gürtel. Verwendet einen Stacken auf diese Weise, wird eine Ladung aufgebraucht. Der Stecken wird dann gerne... dann will ich ihn eigentlich nicht. Die haben doch eh meistens hohe Magieresistenz und dann funzt es nicht. Man kennt's. Bei den Gegnern, wo man es gerne hätte, funzt es meistens eh nicht. So, okay, dann haben wir jetzt wieder Ordnung gemacht. Hier ist noch der Streitkolben der Zerschlagung. Will ich den wirklich? Der war gut gegen Humanoide. Ich glaube, das war auch eine Varianz, ne? Trifft deine magische Waffe plus 3, wird ein Untoter getroffen. Was? Nochmal. Trifft wie eine magische Waffe plus 3. Punkt. Wird ein Untoter getroffen, wird dieser sofort zerstört. Wow, noch was Geiles gegen Untote. Deswegen habe ich den wohl aufgehoben. Okay. Muss ich halt nur dran denken. Wenn wir gegen Untote kämpfen, muss ich wechseln. Wenn wir gegen Golems kämpfen, muss ich wechseln. Und das war's erstmal, ne? Der Griff, der kommt doch hier rüber. Ordnung muss sein. Okay. Bei dir, genau, das war das mit den Untoten. Du warst das mit den Golems. So. Okay, jetzt bin ich zufrieden. Tja, leider habe ich nichts gegen Thrawn, ne? Aber gut. Solange unsere Deckung hält, ist ja alles bestens. Trennt sich der eigene Weg vom Pfad der Königin und des Hauses, führt er direkt ins Grab. Ich grüße euch, Männchen, im Namen der Spinnenkönigin und im Ruhme Ustnatas, der ersten Stadt. Möchtet ihr vielleicht einen Blick auf die Waren werfen, die ich euch anzubieten habe? Gewiss, was habt ihr anzubieten? Ich habe noch einen starken Knoll, der gefangen genommen wurde, als er eine Gruppe seiner Gefährten in die Oberwelt führte, wurde gefoltert und an mich verkauft, ist aber gesund, kostet 500 Goldmünzen. Hä, was soll ich mit einem Knoll? Lasst mich sehen. Ich habe noch einen von der sich regenerierenden Trollen übrig. Eine Patrouille fing ihn nicht weit entfernt von der Stadt, ein dummes Tier, aber stark. 750 Goldmünzen für dieses Exemplar. Kämpft er dann für mich oder was? Ich habe auch noch einen Geistertroll. Aber ich weiß nicht viel über ihn. Ein Krieger verkaufte ihn vor 2 Monaten. Ist schwierig zu füttern, aber gewiss sehr mächtig. 1000 Goldmünzen. Ah ja,
Ich habe auch noch einen Erdkoloss übrig. Schwestern lieben die. Sie sind schwer zu töten, soviel ich weiß. Ich verlange 1500 Goldmünzen für den da. Tja, das war im Moment alles, was ich habe. Wollt ihr was kaufen? Ja, okay, dann gib mir mal den Erdkoloss. Dann lasst mich ihn jetzt freilassen. Tut damit, was ihr wollt. Aber ihr seid von jetzt an für ihn verantwortlich, Menschen. Also bringt andere nicht in Gefahr. Ich danke für euer Vertrauen. Instant in meiner Gruppe, oder was? Schauen. Ja, cool. Bleibt er jetzt ewig, bis er tot ist? Wahrscheinlich, ne? Ist ja keine Beschwörung. Auch wenn, obwohl es sah gerade so aus, als wäre es eine Beschwörung, aber eigentlich war er ja gefangen. Okay, ich behalte ihn jetzt erstmal. Neues Haustier, geil. Wobei Geistertroll bestimmt auch toll ist. Einen Knoll können wir uns schenken. Dass wir so großartige aber die Trolle sind ja eigentlich auch noch cool. Die ja nicht so einfach sterben können, ne? Nun denn, wir lassen es erstmal so. In Städten dann ziehen wir hier durch, ja. Immer von Bösem und von Verfall. Lasst uns hier so, einmal rumstöbern und sehen, was wir aufscheuchen. Mein eigener Koloss. Wer hätte das für möglich gehalten? Da ist ein Djinn. Was ist hier los? Der will raus. Wisst ihr was? Wir mischen uns nicht ein. Das sind Draw-Angelegenheiten. Die Bestimmung der Drow ist die Unterwerfung aller. Ich führe die Truppen meines Hauses zur Verteidigung von Ust-Nata, wenn dies erforderlich ist. Ihr werdet nur Futter in einem solchen Kampf. Ah ja. So, ich hoffe, ich darf hier rein. Ansonsten egal, ich habe gespeichert. Gute Idee, das mir zu übertragen. Okay, das sind auf jeden Fall schon mal Leute mit Namen. Nur ein toter Oberweltler ist ein guter Oberweltler. Ah, ich habe euer Kommen nicht bemerkt. Meine schwachen Augen werden mir wohl bald eine Klinge in den Rücken einbringen. Ich sollte daheim sein und ordentlich zu sterben, wie es sich für einen alten Troll gehört. Und mir hier nicht so oft Geschichten anhören. Geschichten? Kann ich euch, habt ihr eigene Geschichten zu erzählen? Ich habe viele Geschichten über meine Vergangenheit, aber ich habe sie so oft erzählt, dass ich meine Worte nicht mehr wiederholen möchte. Lasst die jüngeren Troll prahlen und sich auf die Brust klopfen, wenn sie wollen. Okay. Kann ich euch dann einige Fragen stellen? Wozu? Fragt, wenn ihr etwas wissen wollt. Ich denke, ich bin alt genug, um still zu sitzen und ein oder zwei Fragen zu beantworten. Okay. Erzählt mir von Lolz. Ah, ich werde nicht zu viel über die Spinnenköniginnen erzählen. Lolz ist sehr stolz und sie regiert ihre Stadt mit ihren wachsamen Augen. Wenn ihr nur etwas Verstand habt, solltet ihr niemals die anderen Götter erwähnen. Andere Götter? Genau, Verraun, der Gott der Diebe, und Kaunadau, der Schleimgott der Kavernen, gehören zu ihren größten Feinden. Und dann ist da natürlich noch Elistrea. Die dunkle Zofe ist eine gute Gottheit, und für unsere Art, wenn es so etwas gibt. Sie versucht uns von unserem Pfad der Dunkelheit abzubringen, wenn ihr versteht. Aber solche Götter haben nur wenige Anhänger unter der Troll. Lolth ist vorherrschend. Die Spinnenkönigin ist eine eifersüchtige Göttin und nimmt alle Anbetung für sich selbst in Anspruch. Die meisten Troll werden den Namen anderer Götter aus Angst vor Vergeltung nicht einmal zu flüstern wagen. Ich für meinen Teil bin zu alt, um mir noch solche Sorgen zu machen. Aber das wisst ihr sicher alles schon. Ich hab doch nichts gesagt, was nicht jeder Troll weiß, oder? Verzeiht mir meine Langatmigkeit, wenn ihr könnt. Nur so, fragt, wenn ihr etwas wissen wollt.
Ich denke, ich bin alt genug. Okay, das haben wir schon. Vielleicht aber ganz gut, diese Infos zu bekommen. Vielleicht brauchen wir die Infos ja an irgendeiner Stelle noch. Das Problem ist nur, ich habe bestimmt bis zum nächsten Part die Hälfte wieder vergessen. Egal. Erzählt mir vom Hause Despana. Ein starkes Haus, dessen Zweige ihr auch in anderen Städten und nicht nur in Ust-Nassa finden werdet. Viele großen Familien haben ihren Ursprung dort in der ersten Stadt. Despana steht auch hoch in Lols Gunst. Und viele sagen, dass sie sich selbst an die Spitze setzen möchte. Aber solche Pläne sind mir nicht bekannt. Okay. Wisst ihr etwas über die Drachen in dieser Region? Oh, ich kenne nur einen Drachen, der nahe der Kaverne des Unterreichs haust. Und das ist Adalon. Das alte Silberwesen. Sie wurde von unserer Oberweltneffen geschickt, um die alten Passagen zu bewachen. Ja, diese. Na, was könnt ihr mir über sie sagen? Man sagt, dass der Silberdrache einst gegen einen Gefährten hatte. Einen Gefährten, der vor uns gefangen genommen wurde, als wir noch die südlichen Gefilde bevölkerten. Wie ich gehört habe, wurden ihren Gefährten das Herz komplett aus dem Leibe gerissen. Die Königin der Draw verwendete dieses Herz in einer Zeremonie großer Dunkelheit. Eine Zeremonie, die einen alten, blassen Gott der Oberflächenelfen sehr erzürnte. Welchen weiß ich nicht mehr. Ist das wichtig? Als wir durch das Urteil unserer hinterhältigen Neffen unter die Oberfläche getrieben wurden, schlossen ihr Gott einen Pakt mit Adalon. Als Gegenleistung für den Schutz der alten Passage an die Oberfläche würde er ihr das geben, was sie sich am meisten wünschte. Nachdem sie älter geworden war, konnte Adalon den Gott zu einem beliebigen Zeitpunkt rufen und er würde ihr Kinder gewähren. Eier, die durch die Seele ihrer verlorenen Drachenliebe real werden würde. So ähnlich lautet die Geschichte. Boah, und diese Eier wurden ihr gestohlen, ne? Versteht man natürlich dann. Ich selbst gebe nicht viel darauf, aber andererseits würde ich mich niemals in diese alten Passagen wagen, denn die Geschichten über ihre Anwesenheit könnten ja wahr sein. Ja, das sind sie auch. Gibt es irgendwelche neueren Nachrichten, vielleicht von ihren Eiern? Nun, ich habe gehört, dass die Passagen zur Oberfläche wieder offen sind. Zumindest glauben die Mütteroberinnen das und versammeln ihre Armeen. Vielleicht ist Adalon auch tot, ich weiß es nicht. Nur zu! Fragt. Na, dann sind wir durch und wir ziehen weiter. Wie ihr wollt, Menschen. Zieht dann weiter. So, die ganze Zeit eine Draw-Dame und so eine. Ah ja, Draws haben halt allgemein eine etwas tiefere Stimme, ne? Ist ganz normal. So, ihr Lieben, aber ich würde sagen, das sind alles noch Namen und ich sehe hier Türen und so weiter und so fort. Wir werden hier dann das nächste Mal weitermachen und uns noch nett unterhalten, hoffe ich zumindest. Wenn es hier wieder heißt, Let's Play Baldur's Gate 2. Also, bis denne!